Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zur Donnerstagsausgabe des BR Pros. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Sieg und einer Niederlage am Mittwoch versuchen wir heute wieder zwei Siege einzufahren. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Wir haben Spieltag 78 und 79. Wir spielen zu Hause. Wir haben die geilsten Fans der Welt im Rücken. Plus Angriff, Verteidigung und die Tore und unsere Gäste aus Calgary haben wir mitgereiste Fans im Petto. Ich hoffe, gute Stimmung, aber sonst haben es leider keine Vorteile gegen uns. Fünf Tage noch bis zu den Meisterschaften, meine lieben Sportsfreunde. Fünf Tage noch. Zwei und eine halbe Folge haben wir nur die reguläre Season. So. Daumen mal Pi. Schon. Jawohl. Ein Assist habe ich wenigstens. 16 mal 58 Assists in dieser Season. Das elfte Tor vom Nil. Lig Wingma. Und der zweite Assist. 59 Assist. Die Assists auf. Schnapp, schnapp. Oder wie ich gern sage, zack, bumm, und drin ist das Ding. Wir gehen da mal auf Star. Sind 28. Kriegt nichts zusammen. Mindestens 6 B-Punkte kriege ich für den guten Schuss. Angst, dass wir da nicht Tabellenführer bleiben. Calgary hat einen Anschluss geschafft, nur im ersten Drittel, 5 zu 4. Thank you.
708. Calgary möchte Punkte, sie müssen schauen noch. Es sind immer viele Tage eben, viele Spieltage übrig in der regulären Season. Hervorragend. Zweites Tor vom Nil müsste das sein am heutigen Abend, oder? Na, erstes. Sind wir bei der Nil? Ist der Nick krass. Der Nick. 3 zu 1. Bulli Gwinger. Also, abseits. Warnung. Sorry. Ich versuche ein Tor zu schießen, dann mache ich es wieder gut, Jungs. Ja, gesagt, ich versuche. Ich versuche. Und ein weiterer Assist. 59 Assists müssen das jetzt sein. In dieser Season. Vier-eins noch im ersten Drittel. So, jetzt hat. Der Schuss hat sein müssen. Aber wenn er mal ein bisschen was abzieht. So, jetzt konzentriert bleiben, Mitspiel. Ja. Also frischer Mongler aufs Eiscreme. Raus. Zwar 41. So. Gibt's ja nicht, dass ich da kein Tor da schieße. Solange ich aber im Plus hin bin mit dem B. A waren wir zwar lieber, aber.
Komm schon. Tor verteidigen, Tor verteidigen, jawohl. So, jetzt komm schon, komm schon. Wie verhext heute? Heute ist das wie verhext, meine lieben Sportsfreunde. Ihr kriegt das Ding nicht in das Tor. 15 Mal so, dafür kriegen es meine Kollegen. Aber ihr habt immerhin 3 Assists. Ah ja, nicht gut, aber. Wenn wir uns konzentrieren, bleibt es einfach nur ein Sieg. Ein 5:3 Sieg ist auch zu Hause, meine lieben Sportsfreunde. Auch der 88 Tore in 60 Assists. Grimmar. Calgary hat einen dritten Star mit 2 Toren. Haben wir einen Assist versaut. Einen Hattrick versaut. Star Nummer 2 bin ich. Mit 3 Assists. Der Keil ist mit 2 Toren und 1 Assist auf Platz 1. Also haben wir 2 Stars, 2 Tore, 4 Assists. Und
dann hupfen wir gleich um. Am nächsten Spieltag. Busy night of action on the ice. Let's take a look at some of the finals that are in from tonight. The Flames were hoping to play spoiler against the Jets. Winnipeg posts a strong game in their own end. B82, das ist schon mal gut. The Devils were hoping to quiet the crowd on the road against the Stars. New Jersey turns in a strong defensive effort, enough to preserve the win. The Predators were in a dogfight on the road up against the Sharks. Ja, 2 Millionen Abonnenten, Followers. The story on the ice continues in a moment. Der Troy, was hat er denn für uns? Steuerberater. Bis zum Ende geht's oft schon. Now let's take a look at some of the rest of the action tonight in the NHL. Training, the Flames 3 Stunden. Were looking to steal 2 points against the Blues. Calgary tallies the extra point in overtime and they win it. The Blackhawks were on the road to take on the Stars. Chicago puts in a full 60-minute effort to pull this one out. The Wings faced off with the Lightning. Detroit toppled their opponents with a big offensive night. Hey, a few more hot Arizona dishes, ist das nächste, meine Sportsfreunde. Spielen wir auswärts. Wir haben ein paar mitgereiste Fans, Angriff im Petto und unsere Gastgeber, die Kojoten, haben die Tore und einen Heimvorteil auf ihrer Seite. So, auf geht's. 79. Spieltag. Wenn wir die Nummer haben, 3 noch bis zu den Meisterschaften. So, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jawohl, Puckcheck hat funktioniert, aber die Scheibe bleibt nicht bei uns. Die Scheibe bleibt nicht bei uns. Puckcheck 2 funktioniert, aber jetzt hat die Scheibe auch mal. Und das 89. Tor in dieser Season, meine Sportsfreunde.
1:0 für die Jets. Auswärts. Durch den Kapitän, durch den Tiroia, durch die Nummer 20, durch den HB. So, 4:15 nur auf der Uhr. Erstes Drittel vorbei. Zweites Drittel folgt zugleich. Und dann noch ein Max und Moritz. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Reimt sich etwas, also mit Drittel. Arizona kämpft. Oho. Jetzt kommt schon ins Spiel. Jetzt muss konzentriert bleiben. Jetzt muss konzentriert bleiben. Gibt's ja nicht. Also die Schicksal ist heute nicht wie, dass ich da nur ein zweites Tor mache. Zwar 21. So, auf geht's. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Und danach brauche ich einen Kaffee. Kämpf schon.
Strafe und draußen sitzen. Waren 20, 10 Minuten, 10, 37 haben wir uns in die Führung zu schießen. Es heißt, alle guten Dinge sind drei Mann. Jetzt müssen wir ausgleichen. Jetzt müssen wir ausgleichen und uns in die Führung schießen. Immer ein volles Risiko geben, mit dem Einsatz erhöhen. Unglückliches Tor. Vegas ist, Dallas ist der nächste. Der Listen. Habe ich schon gesehen. Einen frischen Mann aufs Eis schicken. Overtime. Schaffen wir es, Held des Abends zu werden? Man weiß es nicht. So, Kyle, komm schon. Gibt sogar Penalty-Schießen. Wann haben wir denn das letzte Penalty-Schießen denn überhaupt gehabt? Spieltag 20. Jawohl, Akeil macht. Jetzt noch ein Treffer. Na, haben wir's. Jetzt muss Arizona nur einmal verkacken.
Und wir gewinnen, meine lieben Sportsfreunde, mit 3 zu 2. Punkte. Hervorragend. Hervorragend. Arizona hat den dritten Star. Wir haben einen Star mit einem Tor. Das ist ja gut. Ein Star, ein Tor, null Assists. Hervorragend, hervorragend. Dann starten wir nächste Woche durch. Mit der Meisterschaft in der vierten Season. Great night to be on the couch and watching hockey. Tons of scores around the league. Let's take a look at what went down. The Jets were looking to steal two against the Coyotes. Winnipeg picks up the shootout victory, coming up large in the skills competition. So, with this one all said and done, let's get you caught up on some of the other final matchups in the league. Dallas is morgen der nächste Gegner. The Sabres took to the road to match up with the Lightning. Tampa. Aber na gut, meine lieben Sportsfreunde, das war's für diese sportliche Ausgabe. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier aus BR Pro weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst's mal, mein Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache feind, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, und vor allem meine Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!